De Bruyne-Ausleihe wahrscheinlich. Kevin De Bruyne hat sich erstmals persönlich zu seiner sportlichen Situation geäußert. Er sei unzufrieden, weil er unter José Mourinho kaum zum Zuge komme. Man könne von ihm keine Top-Leistungen erwarten, wenn er so selten spiele, erklärte der Ex-Bremer der Daily Mail. Die Situation sei nicht einfach, vielleicht werde er im Januar ausgeliehen. Zuletzt hatten mehrere Medien über das Interesse von Schalke 04 an De Bruyne berichtet. Mitroglou träumt von Bundesliga. Am Freitag war Griechenlands Kostas Mitroglou mit seinen 2 Toren im WM-Playoff-Spiel gegen Rumänien der Held. Im Interview mit dem Kicker ließ der Spieler von Olympiakos Piräus nun durchblicken, dass ihn eine Rückkehr nach Deutschland durchaus reize. Die Bundesliga sei für jeden Spieler eine Herausforderung, erklärte Mitroglou. Zuletzt hatten Medien über das angebliche Interesse von Borussia Dortmund am Griechen berichtet. Der Angreifer kommt aus der A-Jugend von Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim lobt Phantomtor-Schiri. Alexander Rosen hat Felix Brüch nach dessen gegebenen Phantomtor verziehen. Der Hoffenheimer Manager will den FIFA-Schiedsrichter sogar zur WM loben. Brüch solle unbedingt an der Weltmeisterschaft teilnehmen, erklärte Rosen in der Bild. Er sei einer der besten deutschen Schiedsrichter. Dies habe er durch seinen starken Auftritt im Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Mailand unmittelbar nach dem Phantomtor-Spiel bewiesen. Newcastle heiß auf De Jong. Bei Borussia Mönchengladbach spielt Rekordeinkauf Luc De Jong momentan keine Rolle. In England dagegen ist er heiß begehrt. Die englische Daily Star Sunday berichtet, dass der niederländische Torjäger auf dem Wunschzettel von Newcastle United stehe. Demnach würden die Engländer De Jong gerne im Winter ausleihen. Unter Lucien Favre kam der Niederländer in dieser Spielzeit gerade mal auf 60 Minuten Einsatzzeit. Verletzungssorgen in Frankfurt. Eintracht Frankfurt plagen vor dem Bundesligaspiel gegen Schalke 04 schwere Personalsorgen. Torjäger Alex Meyer ist mit einer Patellasehnenreizung fraglich. Rechtsverteidiger Sebastian Jung muss derzeit mit schweren Wadenproblemen aussetzen. Kapitän Pirmin Schwegler konnte zwar erstmals wieder trainieren, der Zeitpunkt seiner Rückkehr bleibt aber weiterhin offen. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.